Phil, ja, was sagst du zum Spiel heute? Was sage ich zum Spiel? Heute gegen Hoffenheim 2 hat man schon gesehen, dass das natürlich eine Truppe ist, die in der Rückrunde fast alle Spiele gewonnen hat, einen guten Fußball spielt. Es ist natürlich unglücklich, dass wir gleich in der zweiten Minute oder so, dritte Minute mit dem Elfmeter in Rückstand geraten. Dann kriegst du noch durch Konter quasi das zweite und das dritte rein. So ist es natürlich unheimlich schwierig, die Spiele zu bestreiten. Aber dann muss ich sagen, auch in der ersten Halbzeit haben wir versucht, Fußball zu spielen, wurden dafür nicht belohnt, trotz Chancen. Und dann sind wir nochmal an 3-2 rangekommen. Und das ist ein tolles Gefühl gewesen, weil normalerweise schreibt man solche Mannschaften ab, die zur Pause so weit hinten sind. Wir haben uns nicht aufgegeben und haben alles gegeben und haben gesehen, dass es möglich ist. Von dem her ganz großes Kompliment an die Mannschaft, wie wir auch nochmal attackiert haben vorne, wie wir die unter Druck gesetzt haben, dass sie ihre Stärken nicht einsetzen konnten. Es hat Spaß gemacht. Was sagst du zu den Toren, vor allem zu denen gegen euch, wie sie gefallen sind? Etwas unglücklich? Ich habe noch kein Gegentor erlebt, das glücklich war für uns. Von dem her natürlich freue ich mich nie über Gegentore, aber ja, Fehler, die gemacht wurden, wurden halt eiskalt bestraft. So ist es halt in der Regionalliga, so ist es, wenn man gegen ein Spitzenteam spielt. Ja, aber nichtsdestotrotz, dass wir dann kurz vor Schluss nochmal das eine oder andere kriegen, weil die Kräfte nachlassen. Also kein Vorwurf an irgendwelche Spieler. Ja, die Saison, also zumindest was die Heimspiele angeht, ist eigentlich rum. Kannst du jetzt schon ein Fazit ziehen oder möchtest du das nicht vor dem Spiel gegen Trier? Kannst du? Das Fazit ist ganz einfach. Wir haben nach der sensationellen Runde letztes Jahr jetzt in der Regionalliga spielen dürfen. Dass das für unsere Situation hier, für das Umfeld, für sonst was ein Abenteuer ist, eine ganz große Herausforderung, das war von Beginn an klar. Wir haben die Herausforderung angenommen und haben ganz tolle Spiele gehabt in tollen Stadien gegen tolle Mannschaften. Und für mich waren das einmalige Erfahrungen, die ich gerne mitgenommen habe. Ich denke, ich spreche auch für die Mannschaft, die sich auch fußballerisch weiterentwickelt hat. Ich sehe fast nur Positives da drin. Ja, unter den Voraussetzungen, dass wir nicht oben mitspielen in der Liga, ist klar. Von dem her alles in Ordnung. Ich bin froh, dass wir dieses Jahr hier spielen durften. Was meinst du, wie die Mannschaft sich in dieser Saison entwickeln konnte und wie du dich persönlich entwickeln konntest? Ja, der Anspruch in der Regionalliga mit etlichen Profiteams, die einen sehr guten Fußball spielen, sehr gepflegten Fußball, der bringt dich halt in viele Situationen, wo es eng ist, wo du wenig Zeit hast, wo du auf technisch gutem Niveau Lösungen finden musst. Von dem her sehe ich diese Entwicklungen bei gesamter Mannschaft, auch bei mir, dass wir relativ stabil auch heute versucht haben, Fußball zu spielen und auch das über viele Phasen, viele gute Aktionen da rausgespielt haben. Und darauf kommt es an und deshalb ist das auf jeden Fall für jeden eine Entwicklung gewesen, für jeden eine gute Sache. Und zu deiner persönlichen Entwicklung, kannst du dazu ein paar Worte sagen? In dieser Saison, die Regionalliga, wie du sie diese Saison gespielt hast, wird ja für dich auch das erste Mal gewesen sein, soviel ich weiß. Also, für mich, ich habe beim Waldhof schon Regionalliga gespielt, ja, das waren ganz andere Voraussetzungen. Ja, wie gesagt, die Räume sind enger, die Gegner sind besser. Du spielst gegen Profi-Clubs, die 5-6 Mal die Woche trainieren. Das heißt, die machen nichts anderes. Von dem her, was soll ich da sagen? Wenn man jetzt da reingeht und sagt, ich als Spieler, ich muss da dominieren und der beste Spieler auf dem Platz sein, dann wäre das vermessen. Ich bin da sehr selbstkritisch und demütig und sehe, dass wir als Mannschaft eine gute Runde gespielt haben und solide gespielt haben. Alles Weitere müssen andere entscheiden. Wie wahrscheinlich ist eine baldige Rückkehr in die Regionalliga? Was meinst du? Ja, man muss immer gucken, wo man herkommt. Man muss schauen, was für einen Fußball man spielt. Das ist irgendwo ein Resultat, wo du am Ende in der Tabelle stehst. Ich bin der Meinung, auch wenn wir den Blick jetzt auf die kommende Runde richten, jetzt zu sagen, wir wollen auf jeden Fall aufsteigen oder wir spielen da sofort oben mit, wäre absolut vermessen.
wir sind eine gute Mannschaft, wir bleiben weitestgehend zusammen, wir haben Spaß und Freude am Fußballspielen, nicht mehr und nicht weniger. Und was am Ende dabei rauskommt, das nehmen wir gerne. Ich spiele das Spiel, um zu gewinnen. Und je mehr Siege, desto weiter oben stehst du. Aber den Druck, jetzt da aufsteigen zu müssen oder nochmal in der Regionalliga zu spielen, müssen wir uns nicht aufbürden. Meinst du, dass die Mannschaft in gewisser Weise vielleicht auch ein bisschen Blut geleckt hat und dass sie auch besonders motiviert ist, nächste Saison was vorzulegen? Nee, wie gesagt, was wird es bringen, wenn wir Blut geleckt haben für die Regionalliga, wenn wir in der Oberliga spielen? Es wird für uns darum gehen, uns für die Oberliga vorzubereiten, in der Oberliga Vollgas zu geben und nicht meinen, wir wären irgendwelche Regionalliga-Stars, weil das ist nicht den Tatsachen entsprechend. Wir müssen schön schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir uns sehr, sehr gut vorbereiten auf die Liga, weil die Liga ist unheimlich stark, die ist gut und da musst du erstmal bestehen. Und das ist die erste Aufgabe und alles, was dann darüber hinauskommt, das nehme ich gern, aber das, damit beschäftige ich mich überhaupt nicht. Phil, ich danke dir vielmals für das Interview und ja, alles Gute. Vielen Dank. Bitteschön.